Freunde, was geht ab? Heute um 11 Uhr vormittags erscheint endlich die neue Eventwoche inklusive dem Halloween-Event-Update Teil 4 mit richtig viel neuem Content. Unter anderem sind jetzt wieder die Jack-O-Lantern bzw. Kürbisse zurück in Los Santos. Damit kann man dann eine Schatzsuche machen und auch zwei exklusive Dinge bekommen. Dann gibt's endlich wieder die Phantom Cars, Christine und den Cerberus-LKW. Außerdem gibt's besessene Tiere, neue Zombie-Angriffe der Community und vieles, vieles mehr. Was heute alles erschienen ist und was ihr definitiv mitnehmen solltet, das erfahrt ihr in diesem Video. Deswegen würde ich jetzt auch sagen, wieder geht los. Viel Spaß dabei. Vorher aber der Hinweis, ab heute 10 Uhr vormittags mache ich meinen ersten Sabaton auf Twitch. Also schau super gerne mal im Laufe des Tages oder auch vielleicht noch des Abends vorbei, denn ich bin sicherlich ein bisschen was online. Im Stream werden wir dann noch das komplette Halloween-Event spielen. Ich werde euch alles zeigen und zusammen werden wir einfach eine richtig coole Zeit haben und ihr könnt natürlich mitspielen. Also kommt gerne rum, ich heiße bei Twitch genauso wie auf YouTube, nämlich Slack. Okay, nun aber auch mal zur Eventwoche und anfangen möchte ich mal mit dem neuen Diamond Casino Fahrzeug. Das ist nämlich aktuell ein wahrer OG von PS3 und auch Xbox 360 Zeiten, nämlich die Invitero Coquette Classic. Die ist schon Ewigkeiten im Spiel, genau gesagt seit dem Flugschulen-Update, und sie ist ein Sports-Classic-Fahrzeug für zwei Personen. $665.000 spart ihr euch auch durch das Glücksrad und in echt basiert sie auf einer Corvette C2. Was ganz cool ist, man kann beim Tuning entweder das Dach drauf oder abmachen. Es ist kein Cabrio, aber man kann es halt im LSK-Meet verändern. Besonders ohne Dach sieht sie wirklich sehr cool aus. Zu Performance kann man eigentlich recht Gutes berichten. Von 45 anderen Sports Classic Fahrzeugen ist sie bei der Rundenzeit zwar nur auf Platz 22, also fast genau in der Mitte, aber bei der Top Speed kommt sie dann auf Platz 17, was für ein so altes Auto wirklich gut ist. Aber das Handling, das ist leider nicht so das Beste, da sie zum Untersteuer neigt und auch schnell die Haftung zum Boden verliert. Tune kann man aber für so ein altes Auto trotzdem erfrischend viel, muss man sagen. Stoßstangen vorne und hinten, Motorhauben, das Dach, Überrollkäfig und sogar 10 Designs sind verfügbar, die aber natürlich erst im Nachhinein hinzugefügt worden sind. Alles in allem ist das Fahrzeug nicht das krasseste, aber ich finde es trotzdem ganz nett, denn es sieht schön aus und hat eine recht gute Leistung. Ich persönlich versuche es jetzt zu drehen, ich kann aber auch verstehen, wenn ihr das nicht probieren wollt. Es ist einfach kein Fahrzeug, was man auf jeden Fall haben muss. Kommen wir nun zum LSK-Meet. Hier steht der Übermacht Reinhardt, ein wunderschöner BMW-Kombi. Knapp $1,6 Millionen spart ihr euch bei ihm, wenn ihr ihn im LSK-Meet bekommt. In echt basiert er übrigens auf einem 3er BMW G21-Kombi. Es handelt sich hier um eine Limousine für 4 Personen, also laut GTA. In echt ist ein Kombi natürlich keine Limousine, sondern ein Kombi, deswegen heißt er ja so. Okay, aber die Leistung kann wirklich für seine Klasse überzeugen. Von 38 anderen Limousinen im Spiel kommt er bei der Rundenzeit auf Platz 4 und bei der Topspeed sogar auf Platz 3. Rund 197 km/h könnte mit ihm erreichen, was wirklich schnell ist. Was auch gut ist, er hat gleichmäßiges Allrad bei einer Kraftverteilung von 50-50. Das gibt ihm ein sicheres Handling, gute Beschleunigung und gute Topgeschwindigkeit. Doch nicht nur seine Leistung überzeugt, sondern auch das Aussehen, weil er einfach meiner Meinung nach ein richtig schöner Kombi ist, der echt modern aussieht. Tuner-Freunde dürfen auch noch ein bisschen was machen. Es gibt Frontsplitter, Heckstoßstangen, Sitze, Auspuffe, Kühlergrille, Motorhauben, das Dach und noch vieles mehr. Auch gibt es natürlich Designs, insgesamt 12 Stück, was etwas mehr als der Durchschnitt ist. Und um ihn kostenlos zu bekommen, müsste ich jetzt nur 2 Tage lang in Folge Platz 1 in der LSK-Mietrennserie machen, was eigentlich echt angemessen ist. Alles in allem empfehle ich euch den Reinhardt definitiv mehr als die Coquette Classic. Die Coquette Classic ist halt für Liebhaber toll, aber der Reinhardt ist eigentlich für jeden toll. Also versucht ihn gerne mal kostenlos zu bekommen, ihr werdet es nicht bereuen. Bleiben wir noch im LSK-Meet und kommen jetzt zu den neuen Testfahrzeugen. PlayStation 5 und Xbox Series Spieler dürfen nämlich derweil den Imponte Abita GT als HSW-Version ausprobieren. Der ist von den HSW-Fahrzeugen gesehen gar nicht mal so gut. Bei der Rundenzeit kommt er auf Platz 8 von 9 und bei der Topspeed auf Platz 6 von 9, aber für die Muscle Car Klasse ist er schon ziemlich gut. Da kommt er nämlich bei der Top Speed von 80 Gegnern auf Platz 4 oder auf 228 km/h. Für alle anderen Spieler gibt es den Fista Comet SR, den Vapid Blade und die Invitero Coquette, die aber ein normales Straßenauto ist. Kommen wir jetzt noch zu den neuen Autos in den Autohäusern. Im Luxury Auto Store steht der Benefactor Vorschlaghammer und der Phantom FR36 und ihr wisst, Vorschlaghammer, absolut geilstes Fahrzeug in GTA Online, ist aber diese Woche leider nicht im Angebot, kostet also so viel wie sonst auch immer.
Und bei Simeon gibt's dann den Enus Cognoscenti Cabrio, den Dundery Landstalker XL, den Benefactor XLS, den lustigen Hijack Rustin und die LCC Sanctus bzw. das Halloween Motorrad. Falls ihr gerne bis zu 20 Euro PSN-Guthaben geschenkt bekommen wollt, dann schaut gerne mal bei Instant Gaming vorbei. 120 Euro PSN-Guthaben gibt es dafür nur 100 Euro. Der Game Pass für die Xbox ist auch super billig oder Spiele für sämtliche Plattformen haben bis zu 90% Rabatt gegenüber anderen Stores. Es ist wirklich ein sehr guter Anbieter, wo ich auch selber meine PSN-Karten kaufe. Man hat die innerhalb von ein paar Sekunden und ich kann ihn echt nur empfehlen. Erster Link in der Videobeschreibung. Kommen wir nun aber auch endlich zum neuen Halloween-Content. Letzte Eventwoche erschien ja nur das neue Schlitzer-Freemode-Event, was ein bisschen wenig war. Dafür gibt's diese Woche umso mehr. Als erstes kommen jetzt nämlich die 200 Kürbisse zurück. Sammelt 10 von ihnen auf und erhaltet die Kürbismaske und sammelt alle 200 für das Kürbis-T-Shirt. Ist eine krasse Challenge, keine Frage, müssen wir nicht drüber diskutieren, aber dafür bekommt ihr auch einfach sehr seltene Kleidung, die wirklich nicht jeder hat. Um 13 Uhr lade ich dazu aber auch nochmal ein eigenes Erklärungsvideo hoch, was für Tipps und Tricks es gibt und was du auf jeden Fall beachten musst. Dann gibt's jetzt aber auch endlich wieder die Phantom Cars, die ihr die Community wirklich seit Wochen vermisst. Dazu gehört das Christine-Auto und der Cerberus LKW. Zu denen mache ich jetzt nicht ein extra Video, sondern erkläre es jetzt eben. Denn um das brennende Christine-Auto zu bekommen, müsst ihr einfach nur zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens Ingame-Zeit auf der Map von GTA 5 sein. Wo, das ist wirklich vollkommen egal, es kann auf der gesamten Map spawnen. Allerdings dürft ihr natürlich nicht in einer Immobilie sein, weil da Autos schlecht fahren können, oder auch nicht in einem Spezialfahrzeug sein, wie zum Beispiel dem Oppressor Mark II. Falls ihr also in einem normalen Auto oder auch zu Fuß seid, kann es jederzeit auftauchen, solange ihr natürlich auf die Zeitvorgabe achtet, und dann wird es euch versuchen zu überfahren. Wer jetzt dachte, ah, easy, ich töte einfach den Fahrer, falsch gedacht, denn es ist ja ein Ghost Car und hat somit keinen Fahrer. Ihr müsst es also anders zerstören. Auch hat das Fahrzeug noch rote Scheinwerfer und brennt, sobald es euch angreift. Ihr werdet es also nicht mit einem NPC-Auto verwechseln. Es ist ein ziemlich cooles Event, eine Belohnung bekommt man dafür aber genau wie bei den Schlitzern nicht. Man macht es also nur für den Spaß an der Freude. Dann gibt's aber auch noch den Cerberus-LKW, den ich töten will. Dieser ist an die exotischen Fahrzeugexports gekoppelt. Davon gibt's ja jeden Echtzeittag 10 Locations in GTA Online und theoretisch kann der LKW dann spawnen, wenn ihr in so ein Auto einsteigt. Er spawnt aber nicht immer, sondern halt nur selten. Was hier aber ganz nett ist, er spawnt 24 Stunden lang. Also zu jeder Tages- oder Nachtzeit kann er auftauchen und euch verfolgen. Ihr müsst also nicht auf irgendeine bestimmte Zeit warten. Und um ihm zu entkommen, müsst ihr jetzt das Auto abliefern. Das kann manchmal aber schwierig sein, weil der LKW sehr viel Rammkraft hat und euch auch manchmal ins Wasser schubsen kann, weil ihr ja zum Exportieren ganz nach hinten zum Hafen fahren müsst und da halt sehr viel Wasser ist. Zu guter Letzt gibt es dann noch die besessenen Tiere. Diese können von 20 Uhr bis 1 Uhr nachts in GTA-Zeit spawnen. Dafür gibt es aber wieder vordefinierte Orte. Ihr seht hier auch gerade mal ein Foto von den ganzen Orten im Hintergrund oder ihr nutzt die Map aus der Videobeschreibung. Dort könnt ihr auch reinzoomen und die Locations besser finden. Insgesamt gibt es besessene Wildschweine, Berglöwen, Kojoten, Hirsche und Möpse. Die wollen euch natürlich auch wieder töten. Und auch hier gibt es keine Belohnung. Es ist also einfach nur ein Event für den Spaß. Und zu guter Letzt gibt es dann noch gute Nachrichten für Job-Creator von euch. Denn seit heute könnt ihr selber Überlebenskämpfe erstellen und dabei Zombies als Gegner spawnen lassen. Wer also gerne GTA Online-Jobs erstellt, kann jetzt seinen ganz eigenen Zombie-Angriff kreieren. In den nächsten Wochen bis Monaten sollten wir da definitiv coole Jobs sehen und es würde mich nicht überraschen, wenn schon in der nächsten Eventwoche vielleicht ein paar von denen in der Community-Serie vorgestellt werden. Kommen wir jetzt noch zu ein paar Geschenken, denn wir haben ja die Community-Challenge auf North Yankton bestanden und 800 Millionen Zombies ausgeschaltet und dafür werden wir jetzt mit dem lilanen und grünen Skelett-Onesie belohnt, der im Dunkeln auch leuchtet. Wenn es also Nacht ist, sieht so aus, als wenn ihr ein Skelett wärt. Das könnt ihr euch dann einfach im Kleiderschrank anziehen. Des Weiteren gibt es noch diese Woche das Dia de Mortos T-Shirt, wo ich leider kein Foto zugefunden habe, dann die Romanzen-Kalaka-Maske, die Floral-Kalaka-Maske und die grüne Brenda-Schädelmaske. All das wird euch automatisch freigeschaltet und ihr müsst es einfach nur im Inventar ausrüsten. Das war's aber immer noch nicht mit Gratis-Sachen. Des Weiteren gibt es diese Eventwoche noch 100% Rabatt auf alle Totenschädel-Tattoos und die Zucker-Totenkopf-Gesichtsbemalungen. Die gab es jetzt aber schon in der letzten Eventwoche. Sucht euch davon also aus, was ihr möchtet. Es ist jetzt for free beim Tattoo- oder Maskenladen auszurüsten. So, kommen wir dann jetzt aber auch mal zu den Möglichkeiten, diese Woche wieder mehr Geld zu verdienen. Denn aktuell gibt es doppeltes Geld in RP auf die Halloween-Deathmatches. Wer also gerne Deathmatches spielt und Halloween mag, sollte da eigentlich eine gute Zeit bei haben. Dann gibt es aber auch noch doppeltes Geld in RP auf die Freemode-Events. So etwas wie zum Beispiel mutwillige Zerstörung oder auch erreiche die höchste Geschwindigkeit mit einem Straßenauto. Das ist ganz lustig, weil man das eben im freien Modus macht. Und gerade bei der mutwilligen Zerstörungs-Challenge gibt es da wirklich für den ersten Platz angenehm viel Geld. Des Weiteren gibt es aber auch noch doppeltes Geld in RP für Geralts Pakete. Diese kann man ja jeden Tag in GTA Online im freien Modus bekommen und pro Paket gibt es da 40
bis 50.000 Dollar. Und zuletzt gibt es dann noch doppeltes Geld in RP auf die Geldtransporter, die man ja im freien Modus ausrauben kann. Pro Transporter bekommt ihr da 50.000 Dollar. Und bevor wir jetzt zu den neuen Rabatten kommen, kommen wir nochmal eben schnell zu den neuen Fahrzeugen im Schrottplatz. Denn wer den Gangbang-Raub spielt, der hält den Overflight MTT MT, wer den Podiumsraub spielt, der bekommt den Grotty Stinger GT und wer den McTony-Raub spielt, der bekommt den Canis Camacho. Leider kann man keines dieser Fahrzeuge behalten und so gibt es auch kein seltenes Nummernschild. Und zum Schluss haben wir jetzt noch die neuen Rabatte, wo es mindestens ein Highlight gibt. Wie immer gibt es natürlich noch die Rabatte auf die ganzen Halloween-Fahrzeuge, aber eben auch neue. Es gibt erstmal 30% Rabatt auf den Albany Lurcher, der jetzt noch 455.000 Dollar kostet, dann 30% Rabatt auf den Albany Brickham, der noch knapp 1 Million kostet, 30% Rabatt auf den Albany Frankenstein, der 385.000 Dollar kostet, dasselbe gilt für den D-Class Tornado Red Rod, 264.000 Dollar für ihn, die LCC Sanctus ist auch 30% günstiger, kostet knapp 1,4 Millionen und der Romero Hears kostet noch 31.500 Dollar. Jetzt kommen wir zu den neuen Rabatten. Es gibt 30% Rabatt auf den True Fate Edda, ein OG-Wagen aus GTA Online oder auch schon aus GTA 5, kostet jetzt noch 700.000 Dollar, der Fiesta Comet SR kostet 801.000 Dollar, der Vapid Click Wagon kostet 633.000 Dollar und der Pegassi Infernus Classic kostet 640.000 Dollar. Zum Schluss haben wir dann noch zwei Rabatte im Gun Van. Es gibt einmal 30% Rabatt auf das Dienstgewehr, was jetzt noch 259.000 Dollar kostet und 30% Rabatt auf die Railgun, die jetzt noch 511.000 kostet. Das ist allerdings nur für GTA Plus Mitglieder. Und wie gesagt, die Railgun ist zwar jetzt nur für GTA Plus Mitglieder im Angebot, dafür sollte sie aber jeder Spieler normal kaufen können. Diejenigen ohne GTA Plus müssen dann halt also den Normalpreis zahlen, was aber trotzdem sehr cool ist, weil die Railgun einfach eine super krasse Waffe ist und einfach sehr selten in GTA Online erhältlich ist. Also denkt diese Woche auf jeden Fall daran, fahrt zum Gunvan und holt euch die Railgun, egal ob ihr GTA Plus habt oder nicht. Gut, das war's jetzt aber auch mit der neuen Eventwoche. Es gab wirklich viel zu berichten, deswegen würde es mich freuen, wenn du das Video mit deinen Freunden und Kollegen teilst, gerade auch wegen der Erklärung der Ghostcast. Bis wir uns jetzt aber auch wiedersehen, würde ich sagen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.